Weiter geht's mit The Evil Within, Leute. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Das letzte Mal lief es ja nicht so super gut. Da war ich sehr panisch. Panisch werde ich aber wieder, sobald die alle hier aufstehen. Weil, ja, ich die Steuerung auch immer noch nicht so einfach finde. Also, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen weitergekommen bin, spiele ich ja nicht jeden Tag. Und ich finde, das macht halt doch schon einiges aus. Dass man halt sich vertraut fühlt, so gerade in solchen Momenten. So, jetzt will ich das hier unten zum Beispiel gerade haben und das wieder unten hin tun. Die Granate, genau, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das alles so gut klappen wird. Ich habe keine Ahnung. Was hat er denn? Hast du das neu geladen? Genau, das können wir ja mal jetzt überall so machen. Gibt es da überhaupt was zu laden? Hier haben wir so eine Harpune. Hier haben wir das ausgerüstet. Die ist geladen. Okay, ich behalte mal die Schrotflinte vorsichtshalber nach. Ich mache einfach mal. Ich weiß gar nicht, wo ich auch als nächstes überhaupt hinrennen soll. Am besten da hinten wieder hin. Vielleicht sogar irgendwo mal eine Leiter hoch. Keine Ahnung. Ich habe die eine... Die eine Bombe habe ich diesmal weggenommen, die mich das letzte Mal umgebracht hat. Wenn ich jetzt sterbe, nimmt es mir bitte nicht übel. Also für mich ist das alles immer noch Übung. Ich finde das nicht so einfach. Oh. Das läuft zum Beispiel nicht so gut. Geh mal weg. Jetzt sind die alle da hinten. Oh Gott, ja, jetzt werde ich zum Beispiel wieder panisch. Ich glaube, ich nehme mal das Rechte hier. Lauf, lauf, lauf. Ich darf die Bombe nicht übersehen. Oh, ich lebe sogar noch. Wow, ich lebe sogar noch, obwohl ich hier nur Scheiße irgendwie gerade baue. Kann man sogar auch. Ich kann die Spritze da auch reintun. Okay, nimm die mal. Und lauf! Kannst du da nicht? Doch, du kannst. Hilfe! Okay, die kommen bestimmt hinterher. Aber. Na komm. Na komm, komm, komm. Okay. Das läuft ganz gut. Aber die leben noch. Oh, wie viel Muni habe ich noch? Das war nicht so getroffen im Kopf. Der war getroffen. Okay. Habe ich noch? Nein! Okay. Alle tot? Alle tot. So, jetzt habe ich aber ordentlich Muni auch verschleudert, aber ich hoffe, ich kriege auch was wieder. Alter. Ich hatte mir das so überlegt einfach, wenn man hier oben ist und einer nach dem anderen hochkommt, vielleicht bin ich dann etwas ruhiger und krieg das dann auch gebacken mit denen. Aber jetzt habe ich auch ordentlich Muni verschleudert. Da kann man bestimmt noch bessere Kopfschüsse erzielen, als wie ich das jetzt gemacht habe in meiner Panik, aber... Die sind doch alle tot jetzt, oder? Wollen wir die nochmal vorsichtshalber anzünden? Ich glaube, wir haben noch genug von...
von allem, was vor allem was Feuer angeht. Aber ich habe sie auch mehrmals jetzt angeschossen. Ich lasse sie mal einfach. Wehe, da steht jetzt wieder eine auf. Da ist noch Glibber-Zeugs. Ich weiß gar nicht, wo hier wer gestorben ist. Ich habe die Granate im falschen Augenblick geschmissen. Vor allem so weit weg, aber naja. Wenigstens hat es geklappt. Also quasi für mich, also ich bin jetzt in einem neuen Tag mit einer neuen Aufnahme und es ist quasi wie, als ob man es das erste Mal wieder macht. Und dafür hat es doch ganz gut geklappt. So, dann nimm die mal nochmal mit hier. Ja, keine Muni haben ist ja auch scheiße. Ich meine, jetzt habe ich das zwar geschafft, aber... Vor allem laufe ich hier, ja, ich duck mich noch und sage, ja, hier, aufpassen mit Bombe. Und dann zack, hat sie mich schmied erwischt. Ich dachte, ich duck mich im richtigen Augenblick, aber okay. Dann nicht. Da ist noch was. Ich gras jetzt einfach mal noch alles ab, weil ich keine Ahnung habe, wo hier wer gestorben ist. Und ich wo Erfahrung bekomme. Dieser ganze Schleim-Scheiß. Hier war ich auch gar nicht irgendwie. Oder? Nee, ne? Guckt er hier eigentlich immer hin? Guckt er da irgendwo hin? Liegt da was? Es leuchtet immer so komisch. Ich denke dann immer, da ist was. Hm. Ja. Ich hab's hinter mir, immerhin. Wenn ich hier jetzt drücke, was kommt dann da? Nix. Dieses komische Knochending. Und wenn ich nochmal drücke, dann kommt da noch eine Leiche. Ach, schön. Wenn wir das auch kaputt machen, bekomme ich da was? War da noch was drin? Nee. So, wie sieht es jetzt eigentlich aus hier mit Nachladen und so? Irgendwie habe ich jetzt auch alles rausgenommen, ne? Wieso nehme ich immer alles raus? Voll die Panik immer. Mann, ey. Ich hatte auch mal eine Granate, glaube ich. Es war einmal eine Granate. Gesundheit weiß ich nicht, ob ich die gerade wieder auffrischen soll. Stehst du auf? Du bist doch tot, ey. Du bist doch tot. Komm, geh da lang. Da ist noch was gewesen. Ja, jetzt können wir da lang, aber ich gehe nochmal in die Mitte. Es kann doch nicht sein, dass das schon alles war. Ihr Heinis, ey. Ich habe doch voll viele getötet. Keine Belohnung mehr? Hm. Hier wäre noch was. Warte mal, dann benutze ich das. Und dann kann ich die doch einsammeln, ne? Yay, okay. Das ist besser. Lieber was auf Vorrat haben und bei bester Gesundheit sein, als nicht einsammeln. Das wäre ja Verschwendung. Ja, das war meine rettende Leiter, aber da oben habe ich, glaube ich, auch alles mitgenommen. Ja, ich weiß, ich lasse mir gerade Zeit, aber das soll ich ja, ne? Das habt ihr mir jetzt schon mehrmals gesagt. Lass dir Zeit und such alles ab. Oh, coole Abrollung hier von ihm, ne? Voll der coole Hecht. So, jetzt muss ich wieder auf die andere Seite der, ne, Tür und so. Ich hätte jetzt echt gedacht, da ist noch was. Die haben irgendwie nicht so viel springen lassen, habe ich das Gefühl. Oder kommt mir das nur so vor und ich habe wieder nicht alles gesehen? Ist hier in diesen Tonnen eigentlich was? Nö. Okay, du kannst mal neu nachladen. Ach, wir haben keine Muni. Das ist natürlich auch schön. Das hast du gemacht, ne? Okay. Ja, dann behalt mal deine Pistole in der Hand. Wir gehen durch die Tür. Durch die komische. Kontrollpunkt. Das ist schön. Sehr freundlich. Geh mal langsam bitte durch die Tür. Ach, du kannst nicht. Dann nicht. Ob der Feind wohl sauer ist, dass wir das jetzt gemacht haben?
Nimm bloß die Muni mit. Nimm mit, was du kriegen kannst. Okay, es ist etwas still hier. Es gefällt mir nicht so gut. Hier sind auch überall blutige Handspuren an der Wand. Mhm. Einladend. Es war klar. Nee, das wollte ich gar nicht. Munition alle? Ja. Das wird nichts. Ja, das wird nichts, mein Lieber. Das Vieh ist ziemlich ekelhaft. Und ich frage mich, wie ich es besiegen soll ohne Muni. Wo wieder meine Problemfrage kommt. Aber in diesem Fall habe ich halt... Habe ich zu viel verschwendet? Oder hat man jetzt einfach Pech? Ich kann ja schlecht mit 4 Schüssen das Ding besiegen. Ich habe eine Harpune. Toll. Habe ich echt nichts mehr? Ich kann ja nicht mehr machen. Es müsste halt hier noch was zu finden sein. Kann ich noch zurück? Ja, kann ich. Ja, aber ich finde nichts mehr. Ich habe doch jetzt schon alles hier abgegrast. Kann das Vieh, könnte ich noch versuchen anzuzünden. Aber wo nichts ist, ne? Ich habe halt sehr viel verbrezelt. Ja, das ist toll. Dass du jetzt von deinem Ding hier getroffen wurdest, echt. Prima. Aber es bringt mir, glaube ich, eh nicht viel, dass ich jetzt zurückgelaufen bin. Ich wüsste nicht, was ich da nicht gefunden habe. Also das... Pech, würde ich sagen. Habe ich, Ja gut, mit dem Fallending... Kannst du da nicht mal rein, ey? Das. Ich schaff den Kampf nicht. Was mache ich denn? Wenn er wenigstens nahkampfmäßig was tun könnte, dann könnte ich immer weglaufen oder so, aber so. Hier ist nichts. Direkt so ein. Das bringt mir auch eigentlich nicht viel. Die letzte. Eine Pistole. Das für die Schrotflinte oder war das für... Nein, das war... Da hinten liegt noch was. Nein! Och Mann! Und weglaufen? Und wenn ich einfach vor dem Vieh weglaufe? Das, ich meine, weglaufen ist ja auch eine Option. Ich wollte jetzt eigentlich nicht weglaufen. Ich will kämpfen, aber ich habe nicht so wirklich... Aber ich denke, man muss das schon besiegen. Also, magst du vielleicht mal sprinten und nicht immer so lang schlendern? Kann ich hier nicht irgendwas machen? Geht die Tür vielleicht auf? Ich versuch's einfach mal mit weglaufen. Nö. Wenn nichts hilft. Erstmal in die Ecke. Sieht das Zeug nicht. Huhu. Scheiße. Ach, er will sogar weglaufen. Kannst du da jetzt rein? Nee. Oh, toll! Warum?
Wo lang? Wo lang? Oh Gott. Es kommt. Ich hab Schiss. Nein, du sollst runter, verdammt nochmal. Was willst du, verdammt? Shit. Lauf, 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 lauf. Lauf. Boah. Ekelhaft. Hilfe. Und hier liegt auch noch einer. Und den kann ich zufällig nicht verbrennen oder was. Boah, ey, ich krieg hier echt einen Herzkasper bei dem Spiel. Hilfe. Nein! Oh Gott, es kommt wieder. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein. Nein! Nein! Oh Gott. Komm! Alter! Verdammt! Das war knapp. Knapp! Knapp nennst du das? Nimm, was auch immer da drinne ist. Ja. Moni. Ey, und wieso ist das dann wieder mitgekommen? Das war so grudge-mäßig irgendwie. So Ringvieh mit langen Haaren und ihr wisst schon. Lad mal schön nach, mein Lieber. Kannst du das ausrüsten? Ich behalte mal die Pistole in der Hand. Boah, ey. Puh. Oh nee, nicht er schon wieder. Was? Kann man auf ihn... Hallo? Er ist doch immer sonst der Special Geist. Lade nach, wenn du keine Munition mehr aufnehmen kannst, um die maximal mitführende Munitionsmenge aufzunehmen. Ja, das tue ich schon. Aber... Hä? Okay. Dann baller ich jetzt gleich mit Schrotflintenmunition auf ihn oder was soll ich machen? Okay. Keine Ahnung. Ja, hallo? Aber... Munition alle? Ja, Munition alle. Meine Munition ist im Moment viel alle. Ich würde gerne mal wieder draußen bei einer Hütte rumlaufen, wo man viele Dinge einsammeln kann und wo es auch nicht friedlich war, aber wo es irgendwie einfacher war und zu dem Monster will ich aber auch nicht zurück. Das ist alles so blöd und schwer gerade. Ich glaube, ich laufe einfach vor ihm weg. Was soll ich denn sonst machen? Ach, den kann man doch nicht erschießen. Bestimmt nicht. Der ist voll der Arsch. Ja, lauf einfach weg. Och Mann. Oh oh. Oh. Nein, 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 nein. Was passiert hier? Alter.
ist so heftig einfach mal. Kapitel 4 überlebt. Juhu. Oh mein Gott. Ich fasse es mal wieder nicht. Ich habe es geschafft, aber meine Fresse, ey. Es passiert so viel Heftiges. Und was hier jetzt auf uns wartet als nächstes, ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen, aber ich werde mich bemühen, weiter mich durchzuschlagen wie bisher. Und sage nochmal an der Stelle, dass ich dankbar bin für eure Kommentare und eure Tipps, die ich versuche natürlich möglichst weiter zu beachten. Und hoffe, dass ihr Verständnis habt, dass ich auch Schiss in dem Spiel habe, aber mir halt auch Mühe gebe. Es ist zum ersten Mal vor allem auch spiele und alles sehr neu für mich ist und mit der Steuerung noch ja, reinwachsen muss. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin und überstehen dieses schreckliche Abenteuer. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.